Tachchen, Leute. Tachchen. Wir haben wieder mal Gäste eingeladen. Ja, den stellen wir, wie ihr es schon kennt, 50 Fragen. Und um wen es sich handelt, klären wir jetzt. So, ihr Pimmelberger, nein. Die allererste Frage, da dürft ihr jetzt auch ein bisschen ausschweifen. Wer seid ihr? Aber nur ein bisschen. Stellt euch vor. Ich bin der René. Ich bin der Daniel. Aus Leipzig. Wir sind der Leipzig. Alles geschweift. Ja. Ich hasse euch. Und ihr was macht gesagt, ihr? Kurz und knapp. Was macht ihr genau? Wir. Wir machen. Home. Bild. Solution. Ja. Werde dieses Interview nicht ertragen. Hey, wir haben eine Baufirma. Und der René ist für Rohbau zuständig und ich? Für den Innenausbau. Genau. Oder Ausbau innen. Wenn wir gendern wollen. Sehr schön. Nächste Frage. Rot oder blau? Grün, gelb. Ich hasse euch! Hobby. Ein Hobby. Fahrrad. Angeln. Fahrrad. Fahren und basteln. Ah. Echt jetzt, ja? Kraftausdruck. Willst du nicht wirklich? Doch. Euer Lieblingskraftausdruck. Im Notfall piepen wir es aus, wenn es geht, dann nicht. Ist egal. Das ist ja immer f***ig zum Derby. Okay. Alles. Oder du Lutscher. Lutscher. Ja, Lutscher ist Lutscher auch sehr gut. Lutscher ist schön. Ganz oft, ja. Lappen ja. Finde ich auch geil. Helm oder Warnweste? Warnweste. Helm. Was ist denn euer Lieblingstier? Euer allerlieblings. Schnitzel. Ja, okay. Das Schnitzeltier, okay. Ich mag Erdmenschen. Schildkröten. Aber okay. Nicht auf dem Teller. Du als Schale. Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, nie wieder Internet oder nie wieder Zucker, was wär's? Nie wieder Internet. Nie wieder Internet, ja. Krass, aber Zucker. Das heißt dann auch kein Streaming mehr und so, ne? Ja, dann ist es so. Krass. Dann wandern wir aus. Wenn ihr jetzt, egal was, irgendwas auf der Erde, auf der Welt ändern könntet, was wäre das? Mein Kontostand. Ja. Ja? Gut. Der muss ein bisschen weiter runter, ne? Ist zu viel. Zu wenig. Jung oder alt? Jung. Jung. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, was würdet ihr wählen? Würdet ihr lieber alle Sprachen sprechen können oder alle Tiere verstehen können? Oh. Das ist krass, ne? Das ist gut. Liebe Fragen hier. Liebe ja. Fragen. Alle Sprachen. Dann nehme ich alle Tiere, da können wir zusammen unterwegs sein. Genau. Auch nicht schlecht, das ist smart, ja. Alter. Smart Move. Ich wäre für alle Tiere, weil da wüsste ich, wo sie stehen. Alter. Seid ihr also die Leute, die anrufen oder Sprachnachrichten verschicken? Anruf. Anrufen. Okay. Das hasse ich. Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Oh, geil. Oh ja. Oh, Junge. Euer Lieblingsmaterial? Holz. Stein. Das ist einfach so. Ja? Ja. Na, was sollst du als Maurer jetzt auch sagen? Ne? Ist halt echt so, ne? Als Fliesenleger, aber ich arbeite trotzdem viel lieber mit Holz. Holz ist ein geiler Werkstoff, ja. Ihr dürft nie wieder eure Fingernägel schneiden oder nie wieder eure Haare schneiden. Nee, muss euch jetzt aber entscheiden. Das nie Bart. Wieder Haare schneiden. Ja. Ich glaube, mit langen Fingernägeln ist schwieriger. Wenn ihr dann die brechen irgendwann ab. Nein. Die wachsen ja dann krumm. Die kringeln sich, wahr, ja. Und du hast dann keine... Das ist egal. Ja. Boah, und hier dürft ihr auch nicht schneiden dann, ne? Dann lieber lange Haare. Stell mir auch gut vor, ja doch, ja. Bei mir, ja, mehr dann partiell. Euer absoluter Traumberuf. Jetzt kommen wir nicht mit, ja, den höre ich schon. Euer absoluter Traumberuf. Ich will Baggerfahrer werden. Tobi Lokomotivführer, finde ich auch cool. Ja, nee, absoluter ich Traumberuf. Ich hab keinen. Das Problem ist, Millionär. Wir machen alles gerne. Ist ja auch noch, ja. Also, wir haben auch vor nichts ich Angst. Ich wüsste also, jetzt nicht, dass ich sage, wow, das ist es. Wir trauen uns auch alles zu. Also daher, eigentlich, ja, einmal alles durchprobieren. Ich fühle ja so Hoteltester. Oh ja. Beruf. Ja? Hoteltester ist auch geil. Ja, ja, oder hier so, was Reisen. Auch geil wäre, so in Kochshows derjenige sein, der dann das Essen der dicke wertet. Kalle oder was? Ich sag mal so, was vielleicht noch ist, so Gutachter, Ausbilder, so. Ah. Oh, ja. Das könnte ich mir bei René sehr gut vorstellen. Ja, ja. Gutachter ist auch eine gute Idee, ja. Aber so, allen auf die Finger hauen und sagen, mach das nochmal. Zucht und Ordnung. Ihr müsst antworten, ja? Ja. Entweder ihr müsst eine Toilette ablecken oder ihr müsst eine Spinne ablecken, so eine große. Eine Sache müsst ihr machen, Die Spinne. Toilette. Ich bin auch bei Toilette. Was war in eurer Kindheit oder ist aktuell vielleicht noch euer absoluter TV-Held? Film, Fernsehen, Serie. Dragon Ball. Son Goku. Ah, ja. Ja, fühle ich. Ja. Fühle ich komplett. Mhm. Ich bin dann eher so in die Kino- und Actionfilm-Variante Sylvester Stallone. Ja, hat Kultstatus auf jeden Fall. Aber Son Goku besiegt den.
Easy. Vom René so, aber Son Goku macht dich schon platt. Es ist nicht wichtig, welcher Star besser ist. Aber dann kommt Stallone, ja, dann kommt, der bringt Arnold Schwarzenegger mit. Ja. Ja, dann bringt Chuck Norris. Chuck Norris mit. Ja, Jean-Claude Van Damme, hat er keine Chance. Ja, ein Kaffee, der kann nur dann ist der ja, genau. Weg, also. Ja, das frisst Chuck Norris. Dann macht er halt Fusion. Also. Das können wir mal probieren. Und da rauskommt ja, genau. Wann kommt da raus? Da kommt raus der Handwerk. Wo gibt es eurer Meinung nach den besten Döner? Leipzig. In Leipzig. Globusdöner. Das war doch auch der, den ihr ausgebaut habt, ne? Ja. Ja. Also, müsst ihr das jetzt sagen? Nein, wir haben wirklich auch noch nichts Besseres gegessen. Da gab es auch einen Käsedöner, Mann. Ja. Okay. Also, was benutzt der für Soßen? Alter, wenn er jetzt Tzatziki sagt, dann ist schon direkt verloren, ne? Er hat Curry, er hat Sesam für die Veganer, er hat richtig Knoblauchsoße, die machen die auch komplett selber, und halt Kräutersoße. Okay. Curry finde ich ein bisschen wild, aber der Rest Curry ist richtig gut, weil da hast du eine leichte Schärfe mit drin, der ist echt top. Und dann ja, das hast heißt bei uns als scharfe Soße in Berlin. Ja. Ne, scharfe ja, scharf, ist kann, extra. Scharf kannst du extra haben. Also dann noch richtig mit Chili und allem. Nee, scharfe, nee, Soße, scharfe Soße auch. Ah ja, okay. Ah, okay. Die hast du auch noch. So der Standard in Berlin. Scharfe genau. Soße, Kräuter, Knoblauch. Aber es ist so krass, ja, egal ob das jetzt mit drin bleibt oder nicht. Wenn du einen normalen Döner reingehst, hast du so eine kleine Salattheke, da ist ein bisschen Salat, ein bisschen das, mhm. das, das. Ne? Der hat einmal Salattheke, da ist so ein Haufen Salat, immer frisch geschnitten, sieht richtig fresh aus und du hast auch wirklich oder einen frisch. Möglichen. Oder frisch, wenn wir von Deutsch haben wollen. Ja, also ist schon ein Unterschied. Schnee oder Sand? Schnee. Sand. Ihr müsst euch entscheiden, ein Monat nicht duschen oder ein Monat lang nicht die Zähne putzen. Was würdet ihr machen? Nicht duschen. Genau, nicht duschen. Strand oder Berge? Ja, Strand. Die sind immer bam. Mhm. Aber passt hast du auch Sand gesagt? Ja. Ja, ja dann, passt. Dann passt es ja. Das war jetzt die Probe. War ein Test. Was ist euer Lieblingssong? Boah. Ja. Fool's Garden, Lemon Tree. Oh, okay, Klassiker. Ja. Du bist raus. Nee. Ich hab so viele. Ja, oder? Nimm mal den. Wenn man den anmacht, rennt der Renny auf die Tanzfläche. Wer musste? Ich Jugendliebe. Ja. Ich würde sagen, euer Hochzeitssong. Von Ute Freudenberg. Ja, da, geht ja, da gehst du immer ab. Egal, ob es auf der Baustelle ist, egal, ob deine Frau in der Nähe ist. Wärt ihr lieber ein Bösewicht oder ein Superheld? Bösewicht. Böser Superheld. Böser Superheld, auch nicht schlecht. Oh, der ist deep, der ist deep. Gefällt mir. Wenn ihr ein Emoji verschickt, welches verschickt ihr am meisten? Grinsesmiley. Welchen? Nee, vielleicht sogar Herzchen. Weil ich schick, glaube, pass auf, ich Frau. Gucke. Ja genau, könnt ihr ja gucken auf dem Handy. Guck mal nach. Ich gucke. Das ist quasi der Smiley, der ganz oben links ist bei den benutzten Smileys, glaube ich. Genau. Die Aubergine. Bei mir ist es der Smiley mit diesem Herz. Augentropfen oben. Ah ja, der... ja. Bei mir ist es einfach nur das rote Herz. Okay, krass. Ich schicke viel Liebe. In euer Leben, was habt ihr für den allerbesten Ratschlag jemals bekommen? Vielleicht als Kind oder so, vielleicht auch... Besten kurz überlegen. Ja, ich lang. Bei mir ist es so, ehe ich mich für irgendwas meistens entscheide, frage ich immer erst Familie, ne? Ja. Und auch Oma und Opa, weil die haben halt die längste Lebenserfahrung. Ja. Da gab es schon so viele Ratschläge. Dabei ja. sein ist alles. Also doch, eigentlich den meisten Ratschlag, den ich immer bekomme, ist, hör auf dein Bauchgefühl. Das hat bis jetzt immer funktioniert. Ja. Außer vielleicht ein, zwei Mal, aber zu 95% schon. Ja. Das ist doch Hausschlag. Das ist schwierig. Nimm ich mal einen Schlagen für dich? Ja, mach mal. Schlag mal ein Rad für mich. Nackt oder? Reicht ein Mittel. Okay. Mein absoluter Lieblingsfilm. Was ist es? Nicht Serie, Film. Expendables 2. Es ist aber eine Serie. Expendables 2, ja. Nur Film. Das ist ein Film, also das ist so ein Riesenband, das ging nicht einzeln. Band of Brothers. Oh ja, ist auch wirklich gut. Aber ja, ist eine Serie, tut mir leid. Ist raus. Dann nehme ich, Flurry oder so heißt das? Fury. Achso. Ja. Ja, okay. Herz aus Stahl. Herz aus Stahl. Ja. Ihr müsst euch entscheiden, nie wieder arbeiten zu gehen oder nie wieder schlafen. Hat ja auch Vor- und Nachteile, deswegen kurz mal nachdenken. Also kommt auf den Kontostand drauf an, oder? Also du könntest noch, also wenn du nie wieder schlafen machst, könntest du ja noch arbeiten. Du musst aber nicht. Dann lieber nie wieder arbeiten, aber dafür schlafen. Mhm. Okay. Ja, und der Schlaf ist der Körper am Arsch. Naja, vorausgesetzt, nee, also du brauchst keinen Schlaf. Genau. Achso, du brauchst keinen Schlaf. Genau, aber schlafen ist ja auch sowas Geiles einfach. Genau, deswegen ist es eher, du brauchst keinen Schlaf mehr. Nee, du brauchst keinen Schlaf mehr. Dann nie wieder schlafen. Mehr. Ja, nie wieder schlafen. Weil dadurch hat man dann einfach viel mehr Zeit, ne? Ja. Dadurch kannst du ja, das ist schon krass.
Wir würden nur noch Arbeit sein. Genau. 24. Mal was völlig aus eurem Thema raus. Was ist für euch Bushcraft? Bushcraft? Ja, was ist Bushcraft für euch? Englisch. Ja, das ist doch eine geile Antwort. Sehr gut, sehr gut. Bushcraft ist eigentlich raus aus der Zivilisation. Na? Egal ob urbanes Gelände oder wirklich im tiefsten Wald. Und da einfach, keine Ahnung, 2-3 Tage bleiben. Essen mitnehmen, was kochen, was tun, was machen, ne? Lager aufbauen, sowas. Ja. Ja. Wo seid ihr am liebsten im Urlaub? Berge. Er bleibt dabei. Kanarische Insel. Da hast du alles. So, die Herren Humboldt Solution, wo sehen Sie sich? Essen ist fertig. Gleich. Nee, gleich, Mama. So, die Herren Humboldt Solution, wo sehen Sie sich denn in 10 Jahren? In 10 Jahren? Das. Bei mir zu Hause im Garten, im Pool, Kinder beobachten, wie sie spielen. Das klingt schön. Ja. Ich denke dann etwas gediegener als jetzt. Ruhiger mit Frau. Mhm. Eventuell Englischen. Ja. Ist dann schon soweit, ja? Ja. Meine sind immerhin 22 und 21. Oh ja. Also in 10 Jahren könnte schon. Könnte. Mittlerweile muss man ja sagen, könnte schon. Oh, ich meine, ich bin ja auch 32 und hab doch keinen. Und dann vielleicht auch so ein bisschen einfach raus. Raus. Nichts machen. Dass die Firma ein bisschen größer ist, als von alleine läuft, du noch hingehen musst, scheiße, hast du gut gemacht, fertig. Ja? Machst du normal. Kannst du so lassen. Ja. Ja, geil. Aber bevor es dann weitergeht, guckt euch das Fleisch an. Was ist euer Lieblings-YouTube-Kanal? Ich persönlich gucke gar nicht so groß und auf YouTube. Andere Sachen. Okay. Muss ich ehrlich sagen. Ja, ist ja völlig in Ordnung. Stöber einfach so mal querfeld ein durch. Okay, und was Musik? Ist? Ja, so. Aber jetzt so, dass ich sage, ich gucke Bushcraft oder was auch immer. Ja. Oder Autos oder sonst was. Gar nicht. Ja, ja. Eher mal Musik da, Musik hier, sowas. Ja, ist ja auch eine Art und Weise, wie man YouTube nutzen kann. Ja. Und du? Also bei mir sind es 3 Sachen, die ich eigentlich bei. Ne, 4 Sachen, die ich bei YouTube gucke. Und deine Lieblingssache? Das ist gut. Du darfst leider nur eine sagen, schade. Wenn du nur noch eine dieser 4 Sachen gucken dürftest, welche wäre es denn? Ja. Macht's dir leichter als die Entscheidung, ich oder? Ich nehme YouTube. Ist das okay? Nee. Angeln. Hast du deinen Kanal, den hier? Ja, hier Fishing King zum Beispiel. Ah ja, der Hubertus. Ja. Ja, mit dem gehen wir auch später angeln. Irgendwann. Welchen Ratschlag würdet ihr an euer früheres Ich geben? Geht nicht zum Daniel. Geht nicht zum Daniel. Sei einfach unfreundlich, wenn der klopft. Was willst du denn hier? Ja, ich will mir nochmal sagen, fragen. Was würdest du denn dem sagen? Weiß nicht. Da muss man sich ja Gedanken machen. Also ich würde dem 10-jährigen Gerrit auf jeden Fall sagen, friss nicht so viel, du Sau, und mach mal ein bisschen Sport. Ich würde meinen sagen, denk nicht so viel nach. Mach einfach. Das machen wir gerade. Geh ein bisschen mehr dein Hobby nach. Ah, ja. Das ist schön. Das würde ich. Ja. Also mit dem Wissen von heute. Ja. Ja, und ich treffe den als 10-jährigen Daniel. Zum Beispiel. Ja. Kannst auch den 80-jährigen Daniel nehmen, wenn es dir dann besser geht. Das ist mir wurscht. Scheißegal. Ja, lass uns mal den 20-jährigen Daniel nehmen. Ja. Aber das Problem ist, der Daniel, der widerspricht dir. Das ist scheißegal. Es wird eine geile, endlose Diskussion. Ja, dem würde ich quasi alles das, was wir jetzt über mit der Firma gelernt haben, das würde ich ihm schon sagen, damit er weiß, okay, darauf musst du achten, dass du halt so in 1-2 Fettnäpfchen nicht reintrittst. Ja. Hast du mich jetzt damit angesprochen? Nein, dein Fettnäpfchen liebe ich. Okay, Freunde, jetzt eure Lieblingsserie. Jetzt sucht er. Na dann hier, Band of Brothers. Die ist echt gut. Wobei jetzt die aktuellste, geilste Serie ist Tulsa King. Nee. Beim René also, sagt er immer, nee. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr das kennt. Nee. Der 6 Millionen Dollar Mann. Nee, das sagt mir gar nichts. Nee. Das war früher die Lieblingsserie. Hast du immer geguckt? Tag oder Nacht? Tag. Inwiefern? Nee, es gibt kein Inwiefern. Mach da dein eigenes Ding raus. Nee, der Tag ist schöner. Mehr Sonne. Doch. Okay. Nacht ist auch geil. Das nein, ist so Tag. Schweif weiter ab. Was ekelt euch am allermeisten? Scheiße. Okay. Tobi.
Nächste Frage. Wovor ekelt ihr euch am meisten? Ne? Also ich finde es zum Beispiel richtig doll eklig, wenn so in irgendwelchen Filmen oder weiß ich was nicht, halt einfach mit so einer sauberen Klinge irgendwie Hälse durchgeschnitten werden oder Bäuche aufgeschnitten werden und so weiter. Das finde ich, also die Vorstellung. Nee. Also wir haben es schon probiert mit Source Streaming. Jeder ist abgehauen. Wir standen da, riecht nicht toll. So, wir haben alle schon in Scheiße gebaden bei Reparatur und Co. Tobi kann ein Lied von singen. Eklig wird es vielleicht. Ach, jetzt doch, oder was? Ne, doch. So was wie Austern. Das ist wie so ein Flummi, den du hinter schluckst. Ja, das mag ich auch nicht. Ich mag allgemein keine. Das ist wie Jojo-Effekt. Würdet ihr lieber alles wissen oder alles haben? Alles wissen. Dann nehme ich alles haben, weil dann haben wir alles und wissen alles. Flucht sind die. Ja, mein Glück ist jetzt zu zweit. Nee, ich würde gerne auch ein Flug sein. Ne? Dann Flug weißt sein. Du halt alles, ne? Ja. Also alles. Ja, dann weiß ich gerne alles. Krass. Ja. Doch. Ja. Okay. So, wir schneiden euch jetzt entweder einen Finger oder einen Zeh ab. Was ist euch denn lieber? Welcher Finger wird's denn? Wird der Daumen oder der große Zeh? Dann. Links. Warum links? Ja, okay. Zeh ist scheiße wegen Laufen. Richtig. Ja. Gleichgewicht ist ja schwierig, Alter. Richtig. Habe ich gerade so gut austariert alles. Ja. Ich nehme Daumen. Was macht euch wütend? So richtig wütend? Gibt schon eine Sache, die. Da explodierst du direkt. Echt? Auch beim Autofahren, ja? Mann, dieses scheiß Telefon! Rhino Shield! Was wäre so ein Kleidungsstück, was ihr im Leben nicht anziehen würdet? Gibt's keins. Gibt's keins? Gibt's keins. Ich würde alles mal ausprobieren. Okay. Definitiv. So, Freunde, kleine Überleitung. Wir blenden jetzt hier oben mal zwei Videos ein. Wenn ihr auf das Video geht und dort ein Like hinterlasst und wir das schaffen, in beiden Videos 10.000 Likes zu erreichen, dann passiert was? Dann werden die Jungs von Hummel Solution, aber auch wir, ne? Mhm. In so ein, ja, wie nennt man das eigentlich? Hawaii. Mit Kokosnüssen und so. Also hier so, ja, so ein Hawaii-Tanzoutfit. Ja. Hier so ein Waikiki-Outfit. Wenn wir dann hier ein Video abdrehen. Ja, mit den Jungs in der Sauna vielleicht, wenn sie dann schon steht. Ja. Ja, also jetzt da klicken. Welches kleine Stück würdet ihr nie tragen? Also ich würde zum Beispiel niemals so ein Hula-Hoop, so ein Hawaii-Zeug anziehen. So, ihr müsst euch entscheiden, irgendwas zu machen. Würdet ihr eher rausgehen und Bushcraften oder würdet ihr rausgehen eher und so ein Survival-Kram machen? Dann eher Bushcraft. Mhm. Ich würde eher Survival machen. Mhm. Hund oder Katze? Ah. Katze fällt bei mir sowieso gleich raus, Hund. Allergie. Ah ja, okay. Ich finde beides. Ich dachte, er sagt, schmeckt so gut. Das sagt er jetzt. Er überlegt gerade, was besser zu wuchsen ist. Du siehst, glaube ich, keinen Unterschied, ob jetzt, wenn du nackt machen würdest, eine Katze nackt machen würdest, machst du den Kopf ab, weißt sieht du aus nicht, wie ein ob das Kornickel ist oder. Ja. Nein, aber ich glaube auch eher Hund, weil du mit dem mehr machen kannst. Was habt ihr für einen Tick, wo ihr sagt, der stört mich sehr doll an mir oder der stört andere? An mir stört er mich nicht, muss ich sagen. Aber der Perfektionismus, muss ich sagen, das geht noch ein bisschen genauer. Ja. Das ist auch so eine Antwort im Bewerbungsgespräch. Ja, was sind denn Ihre Schwächen? Ich bin einfach zu gut. Ich bin zu perfektionistisch. Ich probiere alles immer perfekt und... Aber ja, wenn wir Daniel gerne wieder ersetzen wollen. Warte, ich muss noch sagen, Dr. Oberstudienrat nennt man mich auch. Ich weiß Frage? Alles besser, ich kann alles besser. Ah, okay. Wie war die Frage? Der Tick. Was du jetzt? Ob du einen Tick hast, der dich selbst stört oder andere? Ja, mein scheiß Ordnungstick. Das stimmt. Den stört alle. Der nervt mich. Ja. Echt, bist du so ordentlich, oder was? Krass. Ja. Perfekt. Daniel, haben wir ja alles schon mitgekriegt hier die letzten paar Tage. Hätte ich nicht gedacht, ja krass. Also ich hab's... geht auf der Baustelle. Zu Hause ist es auch schlimmer. Da nehme ich so vieles dann auf. Ja. Mit welcher Person würdet ihr mal einen Tag im Leben tauschen wollen? Vielleicht nicht unbedingt Person, aber mal als Frau. Mhm. Einfach mal wissen, wie es ist. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht! Du hast Angst, dass ich dich zerre. Na gut. Wenn ich mir jetzt hier überlegen müsste, dann würde ich wahrscheinlich einfach mal einen hochrangigen Politiker nehmen. Würde mich mal interessieren, aber nicht Olaf Scholz. Ich würde mal mit Donald Trump tauschen. Oh. Hattet ihr schon mal Stress mit der Polizei? Nee, nicht direkt. Sagen wir es mal so. Bei der Kontrolle halt die Brille vergessen und sowas. Ich durfte nicht mal weiterfahren. Echt jetzt? Ach, echt? Ja. Ja. Krass.
Nein, die darfst nicht. Gibt es da irgendwie Strafe dafür oder sowas? Oder haben ja, sie 10er. Also, da ist die größte Strafe, die Karre stehen lassen zu müssen. Ja. Darfst du nicht weiterfahren. Aber der Kollege war neben mir und der durfte dann das Auto weiterfahren. Ja. Die haben uns aber nur angehalten, weil es Licht nicht ging. Das auf der einen Seite. Ja, das ist dann meistens so, ne? Warum, warum wirst du sonst angehalten? Ja. Und Daniel, was hast du immer? Also Stress nicht wirklich. Also man hat mal geklaut, ja, man wurde dann mal rausgeworfen vom Detektiven. Ansonsten, also wirklich Stress nicht. Ne? Also die kleinen Sachen. Ja. Kontrolle im Auto, was auch immer. Ne? Also okay, nichts Schlimmes. Geld spielt keine Rolle. Ja. Ihr wollt jetzt, ihr könnt jetzt euer Traumvideo erstellen. Wie sieht es so ganz grob aus? Vielleicht, wo wäre das? Was ist der Inhalt so ganz grob? Wenn Geld keine Rolle spielt. Auf einer einsamen Insel alles, was du brauchst, erbauen. Mhm. Kleine Block bitte. Da so ein bisschen. Aus Stein. Ja, ja. Kleine Block bitte aus Stein. Wenn Geld keine Rolle spielt, ist ja egal dann. Ja, ja. Betonstämme gegossen, übereinander gelegt. Genau, du kannst ja eine Holzoptik machen. Ja, genau. Aber aus Stein. Ja, ja, hält länger. Also wenn das Geld keine Rolle spielen würde, würde ich unserer Community gerne zeigen, wie wir ein Haus am aktiven Vulkan bauen. Wirklich so in Hanglage, großen Panoramafenster, dass du immer aus siehst, wie das ausbricht. Und ja, ziemlich das cool. Wäre geil. Alter, das ist ja wirklich eine fancy Idee. Spendet den Jungs Geld, ich will das auch sehen. Wir können es uns bald leisten, also abonniert unseren Kanal. Jetzt ein bisschen deeper Show. Die drei wichtigsten Dinge im Leben für euch. Frau, Kinder. Ja. Zwei. Ich würde sagen Familie. Ja. Also die engste Familie, eine Frau und Kinder. Ne? Mhm. Das ist so das Wichtigste. Das steht ganz oben. Zweitwichtigste wäre Gesundheit, ja, dass man die hat. Und wenn ich dann so um das andere ringsrum denke, ist so das Drittwichtigste noch mit, dass wir zwei so zusammenhalten, wie wir es die ganze Zeit zusammengehalten haben und alles durchstehen, egal ob scheiße oder nicht. Also selbst wenn wir auf die Fresse geflogen sind, sind wir wieder aufgestanden. Und wir sind öfters aufgestanden. Ja. Und dann wussten wir es besser. Ich sag mal, bei der Gesundheit bin ich auch bei dir. Ja. Da kann man nie genug haben. Ja. Theorie oder Praxis? Praxis. Richtig eher Praxis. Das dachte ich mir. mal was geklaut als Kind? Ja. Ja? Ja. Matchbox. Oh. Was relativ teures. Streichhölzer, danach hab ich was angebrannt. Das war so ein Blocker. Echt jetzt? Echt jetzt? Scheiße gemacht, ja. Hab ich auch gemacht. Ja? Hab ich sogar erzählt, ja. Auch Streichhölzer haben wir geklaut. Das ist so dumm. Streichhölzer kosten 39 Cent oder so. Ja, ja, die haben damals 39 Cent. Aber du hast nicht getraut, die zu kaufen, weil... Aber da haben sie mich erwischt. Oh. Bei Matchbox, oder? Ja. Nein! Doch. Beim Streichhölzer klaut. Nee. Matchbox. Oha. Aber auch nur, weil mein Kumpel nicht verraten hat, der noch einen für mich mitgeklaut hat. Was eine Snitch, Alter. Den schnappen wir uns heute noch. Kann sein, ey. Das hat mich bis heute geprägt. So, ihr habt jetzt im Lotto gewonnen. Alter, 100 Millionen Euro, keine Ahnung. Was würdet ihr euch als allererstes jetzt direkt kaufen? Erster Pulskauf. Was? Autohaus. Ein Autohaus? Nee. Okay. Also Autohaus. Auto. Und dann Autohaus suchen. Ja, geil. Das wäre das allererste. Ja. Also wirklich, ja, okay. Ich muss jetzt nochmal nach. Okay. Sorry, ein ganzes Autohaus würdest du dir kaufen? Nee. Nur das Auto. Aus dem Autohaus. Ach so, du würdest zum Auto. Ich dachte, René kauft sich direkt ein ganzes Autohaus. Das hat er auch verstanden. So. Ich wäre natürlich eigentlich auch was. Da kannst du wählen. Ja. Ja. Heute, ach den. Scheiße, ich habe 8 Autos, 7 Tage, Mist. Und du? Ich würde mir als einen Tagerhythmus machen. Ja oder so. Oder zwei an einem Tag. Sorry. Jetzt Daniel, komm. Jetzt will ich nicht mehr. Ach, ratet's doch. Ich würde mir ein schönes, großes Haus kaufen, direkt an einem See mit einem schönen, großen Grundstück. Mhm. Nicht an einem aktiven Vulkan? Nein. Okay. Das ist ja fürs Video. So, Freunde, die allerletzte Frage. Ja. Ich könnte auch Werbung für euch machen. Ist mir scheißegal. Hab ich doch gerade schon. Okay. Habt ihr noch was zu sagen? Dann bitte. Ihr habt die letzten Worte im Video. Viel Spaß damit. Macht was drauf. Ja. Also in diesem Sinne bedanken wir uns erstmal bei Andi und Gerrit, dass wir erstens hier sein dürfen, dass wir das machen dürfen, dass sie uns supporten. Und an zweiter Stelle wünsche ich den beiden sehr, sehr viel Glück bei Seven vs. Wild, dieser Team Edition. Weil ich freue mich für die zwei, dass sie dabei sein dürfen. Hab's doch so ein bisschen gehofft. Und ja, baut für uns ein Dorf dorthin.
Das werden wir. Wir hoffen, die 50 Fragen haben euch wieder mal Spaß gemacht. Ja, und wenn ihr jetzt noch Vorschläge habt von Leuten, die ihr unbedingt mal hier in diesem Format sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Video hier auf diesem Kanal. Also bis dahin, ciao! Fischi, fischi, fischi. Was passiert hier?